Hallo alle zusammen. Mein Name ist Bianca. Ich bin hier in Boston. Und heute bin ich da, um euch ein bisschen über Yoga for the Special Child zu berichten. Bevor wir anfangen, über das Programm zu sprechen, würde ich euch ganz gerne ein bisschen was über mich selber erzählen. Ich bin in 2014 nach Amerika mit Apex gekommen, habe 2 Jahre hier als Au-pair gearbeitet in der Boston Area. Und habe mich um 3 Kinder gekümmert. Die beiden Jungs waren damals 2 Zwillinge, einer diagnostiziert mit Autismus und das Mädchen war damals noch 8 Monate. Über die Jahre habe ich mich viel weiterentwickelt. Ich bin hier geblieben. Ich bin natürlich viel gereist in der Zeit, so wie die meisten Au-pairs, denke ich, von uns getan haben. Und teile einfach nur ein paar Fotos hier mit euch. Oben links seht ihr mich, wie ich Yoga mache. Yoga ist eines meiner großen Hobbys, meiner großen Leidenschaften. Damals war ich an der Westküste unterwegs und habe einen Roadtrip die ganze Westküste hochgemacht. Ich habe auch die ganze Ostküste einmal runtergefahren und wieder hochgefahren. Also viel gesehen von Amerika und auch von Kanada, auch inlands von Amerika. Rechts seht ihr mich auf einem Paddleboard, wie ich Yoga auf dem Paddleboard mache. Das ist auch ein großer Bereich von mir. Dazu erzähle ich euch später noch kurz was. Und unten links, das Foto zeigt mich mit ein paar Freunden, wie wir den ersten Marathon zusammengelaufen sind. Dieses Jahr den virtuellen Boston-Marathon. Auch ein großes Ziel gewesen. Unglaublich viel Spaß gemacht. Und in der Mitte das Foto sieht man mich mit meinem Ehemann, mit Hector. Wir haben 2016 geheiratet. Wir haben uns damals kennengelernt, da wir beide lateinamerikanische Tänzer sind und wir hier in Boston auch viele Aufführungen hatten zusammen und ja, sind uns somit näher gekommen und ich bin dann hier in Boston geblieben. Ihr seht auch ein paar Logos hier auf dieser Slide. Ich bin momentan an der Boston Universität, habe morgen meine Dissertation und habe dann endlich den Doktor in Ergotherapie, was mir dann ermöglichen kann, dass ich hier als Ergotherapeutin arbeiten kann in den Staaten. Zusätzlich seht ihr ja die Harvard-Universität. Ich arbeite seit ein paar Wochen als Forschungsergotherapeutin an der Harvard-Universität als zweite Ergotherapeutin. Das ist wirklich was ganz Tolles und Faszinierendes für mich. Wir entwickeln Soft-Robotics für Schlaganfallpatienten und andere diverse Patienten mit Paresen. Oben links das Logo ist von Sapnixa. Wie gesagt, dazu erzähle ich euch später noch was. Das ist meine eigene Company, die ich gegründet habe dieses Jahr. Und rechts ist mein Logo für meine privaten Services. Also ich unterrichte, wie gesagt, schon länger Yoga und auch Yoga für Kinder mit Einschränkungen und habe das quasi alles miteinander verbunden mit Fitness und Therapie. Okay, dann lasst uns anfangen, über Yoga for the Special Child zu sprechen. Das ist ja, weil ihr hier seid, warum ihr hier seid. Yoga for the Special Child wurde bei Sonja Suma entwickelt. Sie wurde damals inspiriert durch die Geburt ihrer zweiten Tochter, Roberta. Die seht ihr hier rechts. Sonja Suma ist oben links in der Ecke auf dem Bild. Roberta wurde damals mit Down-Syndrom diagnostiziert und ist leider im jungen Teenage-Alter verstorben. Die Sonja hat über die Jahre ganz viel Yoga mit ihrer Tochter gemacht, ganz viel natürlich gelernt durch die Anwendung mit ihrer Tochter. Und sich dementsprechend auch weiterentwickelt. Sonja ist auf mehreren Kontinenten, sollte ich sagen, bekannt. Sie spricht auch mehrere Sprachen und hat verschiedene Klassen besucht, verschiedene Trainings besucht und auch viele Mentoren gehabt im Yoga-Bereich. Yoga for the Special Child ist ein therapeutischer Ansatz für Kleinkinder und Kinder. Und die Sonja Suma fokussierte sich dabei hauptsächlich auf Kinder mit Down-Syndrom, Zerebralparese, mit Autismus und auch mit Lernbehinderung. Ziel des Programmes ist hauptsächlich, dass die Teilnehmer ihr volles individuelles Potenzial erreichen durch Yoga und natürlich auch ein produktives Mitglied der Gesellschaft sind. Ich denke, das ist bekannt, dass
Kinder und auch Jugendliche, auch junge Erwachsene mit Behinderungen, mit Einschränkungen oftmals sozial isoliert sind und auch nicht das vollständige Leben leben können, was wir gewohnt sind. Der Inhalt des Programmes beträgt Atemübungen, Augenübungen, Singen, das nennt man auch Chanten im Yoga-Bereich, dann natürlich die Yoga-Posen, die auf das jeweilige Individuum abgestimmt werden, Faszinationen und auch Entspannung. Hier seht ihr mich rechts in dem Foto mit einem Gastkind von Apex. Sie war für Jahre eins der Gastkinder von Apex und hat mehrere OPs durchlebt. Ich kenne sie schon seit 2014, seitdem ich hier bin, also schon einige Jahre, und habe mit der Familie seitdem auch unglaublich guten Kontakt. Die Mama ist selber auch Yogalehrerin für Kinder mit Einschränkungen, hat viel auch mit ihr selber gemacht über die Jahre, freut sich jetzt aber auch vor allem in dem Alter, wo die Tochter ist, dass sie jemanden hat, der sie unterstützt, vor allem da die Beziehung natürlich auch ganz anders ist, ne, zwischen einem Yogalehrer und der Mama und dem Teilnehmer. Yoga for the Special Child bietet eine einzigartige Lernumgebung für Kinder und ihre Eltern, aber auch für Sonderpädagogen, medizinische Fachkräfte und Yogalehrer. Das Wichtigste eigentlich an diesem Programm ist, dass die Sonja Suman nicht nur Kinder unterrichtet, sondern wirklich international reist und ihr Programm vorstellt und unterrichtet und weitergibt. Das Programm gibt es jetzt schon in mehreren Sprachen. Das Buch gibt es auch schon in mehreren Sprachen, falls ihr daran interessiert seid. Das ist später auch in der Referenzliste angegeben. Und da könnt ihr dann noch mehr über das Programm selber lesen. In Deutschland gibt es sogar schon einige Therapeuten. In Indien gibt es ganz viele Therapeuten. Sonja kommt selber aus Brasilien, also da ist auch die Ecke mit vielen Therapeuten und natürlich Amerika auch. Ich persönlich unterrichte Yoga for the Special Child in Privatstunden, aber auch in Gruppenstunden. Hier seht ihr mich in einer Privatstunde wieder mit meiner Freundin Mira. Mira ist diagnostiziert mit Zerebralparese und dementsprechend auf eine Privatstunde angewiesen. In dem linken Bild seht ihr, wie ich die Füße facilitiere. Da geht es einfach um Gelenkbewegung, um Durchblutung. In dem mittleren Bild seht ihr mich, wie ich mit ihr einen Twist übe, also wie wir uns quasi drehen von der Hüfte aus. Und dann rechts sieht man, wie wir ein bisschen die Brust öffnen, die Arme in Extension bringen, die Hände mit in Bewegung bringen. Und man kann ganz toll in ihrem Gesicht sehen, dass sie wirklich stimuliert ist. Sie ist da wirklich mit dabei, was wirklich schön zu sehen ist. Wie gesagt, ich unterrichte auch Gruppenstunden für Yoga for the Special Child. Hier habe ich die Gesichter mit schwarzen Balken übersehen. Ich volontiere für das Boston Children's Hospital und das sind Schüler aus dem Krankenhaus, aber auch außerhalb vom Krankenhaus, die kommen. Und da alles online gestellt wird, wollte ich einfach sicherstellen, dass wir das respektieren, die Privatsphäre respektieren. Die Gruppe ist speziell sehr aktiv. Keiner von den Teilnehmern braucht wirklich assistive Unterstützung. Also sie können wirklich alles selber machen. Sie können sich gegenseitig unterrichten. Also sie zeigen sich gegenseitig Posen. Und sie genießen das wirklich sehr. Viele Kinder sind mit Down-Syndrom diagnostiziert und manche mit anderen Verhaltensauffälligkeiten. Ich habe zum Beispiel auch für Schulen schon Stunden gegeben, nur so als Beispiel, wo die Kinder wirklich nicht so aktiv sind und alle Unterstützung brauchen von Lehrern oder auch Au-pairs. Viele sind da oft dabei. Ich hatte da eine Gruppe zum Beispiel mit fast 15 Kindern, die alle sehr, sehr schwer betroffen waren und sehr viel Unterstützung brauchten. Und das ist natürlich nur möglich, wenn die Kinder dann auch jemanden haben, wie Au-pairs zum Beispiel, und die dann auch daran teilnehmen. Hier sieht man mich mit Sonja bei unserem letzten Training. Sonja hat mich sehr inspiriert. Und obwohl ich euch über Yoga for the Special Child berichten möchte, möchte ich auch euch weiter berichten,
wohin mich diese Reise geführt hat. Dadurch, dass ich mein Doktorprogramm angefangen habe, musste ich selber ein Programm entwickeln und habe mich inspirieren lassen durch Yoga for the Special Child und auch durch meine eigene Yoga-Reise und habe daraufhin mein eigenes Yoga-Programm für Kinder entwickelt mit Einschränkungen. Dazu würde ich euch sehr gerne noch was erzählen. Yoga Tees, das ist das Programm, ganz entwickelt bei mir selber. Und hier könnt ihr mich wieder sehen mit den Kindern vom Boston Children's Hospital beziehungsweise von außenstehenden Familien. Yoga Tees hat mich die letzten 2 Jahre sehr beschäftigt. Es ist ein ganz einzigartiges Programm, was nicht nur die Yoga-Kenntnisse, sondern auch die ergotherapeutischen Fachkenntnisse mit einbezieht. Deswegen Yoga Tees. Tees kommt von Expertise. Expertise ist die Fachkenntnis aus dem Bereich Ergotherapie. Das Tolle an diesem Programm ist und warum es einzigartig ist, ist, dass es ein Online-Yoga-Programm für zu Hause wird. Es wird für Kinder sein zwischen 6 bis 17 Jahren und soll erstmal via Website dann auch online gehen. Es soll auch irgendwann eine App entwickelt werden. Das ist aber noch ein bisschen weit in weiterer Zukunft entfernt. Der Inhalt von meinem Programm ist ähnlich wie der von der Sonja Suma, ein bisschen weiterentwickelt und auch alles wissenschaftlich belegt. Also jeder Anteil, der in meinem Programm stattfindet, ist auf Evidenz basierend, auf Forschung basierend. Wir beschäftigen uns mit Atemübungen, mit Meditation, mit Augenübungen, mit Spielen und auch mit Yoga-Posen. Und was es wirklich Individuelles ist an dem Programm ist, dass die Kinder sich gegenseitig unterrichten sollen, was natürlich jetzt durch Covid erstmal eine andere Richtung nimmt, als es eigentlich sollte. Ziel von meinem Programm ist es, dass Kinder ein verbessertes Wohlbefinden haben, vor allem im sozialen, emotionalen und physischen Bereich. Kinder mit Einschränkungen sind oftmals isoliert, können nicht an der normalen Gesellschaft teilnehmen, aus unterschiedlichsten Gründen, wie viele von euch ja wissen. Und dann gibt es natürlich noch generelle Ziele wie verbesserte Aufmerksamkeit, die Möglichkeit, dass Kinder sich mal entspannen können und auch Selbstvertrauen entwickeln. Zusammenfassend kann man sagen, wie gesagt, es ist ein einzigartiges Online-Programm für zu Hause. Es gibt sonst solche Online-Programme, vor allem für Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen noch nicht. Es ist eine ganz sinnvolle Beschäftigung außerhalb der Schule. Also ich habe festgestellt über die letzten Jahre und über die Forschung, die ich betrieben habe, dass Kinder mit Einschränkungen wirklich wenige Möglichkeiten haben, außerhalb der Schule sich zu beschäftigen, in Gruppen, im sozialen Bereich vor allem. Daher ist das Programm speziell für Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen entwickelt worden. Und Hauptziel ist, wie gesagt, die Verbesserung des sozialen, emotionalen und physischen Wohlbefindens. Die Yogastunden werden individuell angepasst. Das heißt, sie werden individuell angepasst an den Terminkalender und an die Fähigkeit des einzelnen Teilnehmers. Sie bietet den Teilnehmern auch eine Gesellschaft, nicht nur online, sondern auch hoffentlich dann irgendwann wieder vor Ort, dass sich wirklich Familien hier dann auch in Boston treffen können oder in anderen Orten der Welt. Dieses Programm soll in mehreren Sprachen erhältlich sein. Ich spreche Deutsch, Englisch und lerne noch Spanisch. Also das ist das Langzeitziel irgendwann. Wie gesagt, das Programm ist unterstützt bei evidenzbasierter Forschung und auch theoretisch geerdet. Da will ich gar nicht so nah drauf eingehen, aber wenn man so Programme entwickelt, dann haben die immer einen gewissen Hintergrund. Mein Programm zum Beispiel bezieht sich oder wurde theoretisch geerdet auf der sozial-kognitiven Theorie von Albert Bandura und auch von der Mindfulness Theory. Vielleicht habt ihr davon schon was gehört, wenn nicht, ist es auch überhaupt nicht schlimm. Und das Wichtigste ist natürlich, wir wollen das Programm ermöglichen für viele, 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 viele Familien. Das heißt, es ist eine sehr kostengünstige Lösung, und soll wirklich monatlich für $20 angeboten werden. Und Kinder können sich dann quasi aus dem aufgenommenen Yogastunden aussuchen, was sie machen möchten oder auch an Live-Klassen teilnehmen. Von da aus habe ich mich noch weiterentwickelt. Dieses Jahr ist wirklich viel passiert. Ich habe mich selbstständig gemacht im Bereich Sub-Yoga und mein eigenes Unternehmen gegründet, Subnixe LLC.
Und wollte euch nur kurz davon berichten, wenn ihr irgendwann mal in Boston seid und Lust habt, was Neues auszuprobieren und ein bisschen über die Elemente und die Bewegung eures Körpers zu lernen, ist das wirklich was ganz Tolles, die Yoga-Praxis auf das Board zu bringen. Das war wirklich perfekt. Ich habe lange hin und her überlegt wegen Covid, aber es war die perfekte Integration, da sich die Teilnehmer wirklich sozial voneinander entfernen konnten auf ihren eigenen Boards. Hier geht es wirklich darum, dass man die innere Stabilität aufbaut, dass man Verbindungen zu den Elementen aufbaut, vor allem natürlich dem Element Wasser und dass man sich auch einfach ein bisschen weiterentwickelt, sich herausfordert, mal über seine Grenzen geht und ja, was Neues ausprobiert. Momentan ist es so, dass ich dieses Jahr Yoga primär unterrichtet habe auf dem Paddleboard. Ich bin aber auch Fitness-Instructorin in verschiedenen Bereichen. Das heißt, das werden wir nächstes Jahr wahrscheinlich noch auf den Plan hinzufügen. Vielleicht auch Meditationsstunden. Und ich würde sehr gerne Events führen, wie zum Beispiel, dass man wandern geht und dann nach dem Wandern aufs Wasser geht mit den Boards und dann noch Yoga hat. Also da gibt es sehr viele Optionen. Da ist noch alles offen. Wie gesagt, das ist erst der Anfang und das entwickelt sich auf jeden Fall noch weiter. Hier sind die Referenzen, nur kurz, dass ihr sie seht, falls ihr irgendwelche Dinge nachlesen möchtet, falls ihr noch mehr lernen möchtet über das Programm von Sonja Suma. Das ist einmal das Buch und einmal ihre Website, dass ihr darauf zurückgreifen könnt. Und damit danke ich euch allen für eure Aufmerksamkeit. Gerne verbindet euch mit mir. Ich bin auf Instagram, auf Facebook, habe meine Website. Falls ihr irgendwann mal Interesse habt, normal Yoga zu machen via Zoom oder falls ihr, wie gesagt, in Boston mal seid und was ausprobieren wollt, dann schreibt mich gerne an und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Event. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auch gerne noch Fragen stellen. Und in Deutschland Empfehlung. Wenn ihr auf die Seite geht von der Sonja Suma, dann müsstet ihr eigentlich auch herausfinden können, ob es in euren Bereichen Yoga-Lehrer für Yoga for the Special Child gibt. Das ist vielleicht ein ganz toller Anfang. Ich weiß, ich habe damals Basiskurs 1 und 2 gemacht. Ich glaube, man braucht nur den Basiskurs 1, um wirklich zu unterrichten. Ich glaube, den zweiten macht man, um natürlich dann noch sich zu vertiefen und auch zertifiziert zu werden in dem Bereich. Ja, das ist eine gute Frage, Nele, danke. Ja, ich habe also ich habe angefangen mit Yoga for the Special Child, damals noch, als ich Au-pair war, habe meinen ersten Kurs gemacht in dem Bereich und dann ich glaube, es war 2017, den 200-Stunden-Yogaschein gemacht. Also, wie gesagt, ich unterrichte wirklich auch die generelle Gesellschaft und aber auch Kinder mit Einschränkungen. Ich habe auch junge Erwachsene, die ich unterrichte, Gruppen zum Beispiel. Das klappt auch super. Und als Kindertherapeutin, es kommt natürlich darauf an, was für ein Alter das ist, mit dem du dich beschäftigst. Sonja Suma arbeitet primär mit Neugeborenen, mit Babys, mit Kleinkindern. Aber auch mit Teenagern. Also es geht nicht primär um das Alter in der Ausbildung, sondern mehr um den mentalen, geistigen Zustand, ne? Also jemand, der 18 ist, vor allem in unserem Bereich, ist ja nicht immer gleich 18. Also ich habe keinen Master gemacht in den USA. Ich habe damals in Deutschland die Ergotherapie-Ausbildung gemacht und habe dann den Bachelor hinterher gemacht, als ich schon Vollzeit gearbeitet habe. Bin dann nach Amerika gekommen. Und das amerikanische System ist ein bisschen anders. Also mein oder unsere Ausbildung aus Deutschland ist quasi deren Bachelor und unser Bachelor ist quasi deren Master. Dadurch konnte ich den Master quasi überspringen, beziehungsweise musste den hier nicht machen und bin dann in das Doktorprogramm gekommen. Das ist nicht der physische Doktor, wo man quasi dann das Programm, also in meinem Doktorprogramm entwickelt man ja das Programm. Man muss es aber noch nicht veröffentlichen und eine Studie durchführen. Das wäre quasi der nächste Schritt. Das wäre der PhD. Das braucht man aber nicht. Also das ist auch etwas, was ich erstmal nicht machen werde. Schwer ist es auf jeden Fall. Einfach weil es natürlich eine andere Sprache ist, ne? Ganz klar.
das ist einfach eine ganz andere Anforderung. Man muss auch wirklich richtig gut sein. Also man kommt nur mit Einsen und Zweien durch. Man darf, ich glaube, nur eine gewisse Anzahl an Dreien haben, sonst wird man direkt aus dem Programm entfernt. Man kann aber auch Stipendien bekommen, wenn man da Interesse dran hat. Gerne. Ich hoffe, es hat geholfen. Super, danke, ihr Lieben. Und Nele, den Basiskurs habe ich hier in den Staaten gemacht. Aber wie gesagt, schau mal auf der Website, da könntest du Informationen bekommen. Vielleicht gibt es das in Deutschland auch schon. Gerne. Super, danke.